Bro, würde hätte dieses Outfit Capital Bra angehabt, wir hätten uns dumm und dämlich gelacht. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal die neueste Balenciaga Runway Show an. Habe ich jetzt schon letzte Mal gehört, auch wenn ich sie mir privat schon angeschaut habe, können wir uns das mal zusammen geben. Es wäre dann quasi einmal die Balenciaga Spring 24 Ready to Wear Collection. Nein, go to Vogue. Hä, geh weg. Wie kriege ich das weg? Oh, haben die das geblockt oder was? Ist das nicht mehr kostenlos? Niemals, niemals kostet das jetzt Geld. Was? Frech. Frech, machen die einfach diesen Bild Plus Move oder was? Boah, was? Das ist krass. Boah, das ist so frech, Bro. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Wow. Kriegen auch anders das Bildmaterial. Alright. Wir schauen uns die Looks an, Freunde. Bevor wir uns die Looks angucken, Freunde, einmal hier kurz so ein kleines State of the Art von Balenciaga, ja? Ich glaube, dieser sehr, sehr große Balenciaga-Skandal, der sollte jetzt so mittlerweile ein Jahr, der sollte jetzt ein Jahr her sein. Ungefähr so Pi mal Daumen, so gefühlt ist das jetzt. Liegt das ein Jahr zurück. Und ich muss wirklich sagen, nach diesem Skandal war Balenciaga leider schwach. Also die Kollektionen, die rausgekommen sind, das hat mich nicht gecatcht. Das war auch, ja, Demna hat angekündigt, von wegen, ja, wir konzentrieren uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf Schnitte, auf Haute Couture, auf das Wesentliche, anstatt da jetzt irgendwelche komischen Marketingaktionen zu machen. Aber rein von den Klamotten her, gar nicht von Marketing oder was auch immer, rein von den Klamotten her, muss ich sagen, dass mir die Kollektion, dass ich die einfach schwach fand. So, die Runways waren nicht das, was ich von Balenciaga erwartet habe. Und eins kann ich schon mal vorweg sagen, diese Kollektion ist, glaube ich, ein guter Comeback-Move, wobei auch nicht viel gut ist. Aber das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. By the way, Balenciaga, absoluter Downfall, by the way, ne? Muss ich kurz recherchieren? Warte kurz, Freunde. Das muss ich euch doch jetzt hier einmal mitteilen. Es wird sich lohnen, Freunde, darauf zu warten. Es gibt doch immer so ein Modemarken-Ranking von den, wie heißt dieses Ranking nochmal? Nicht die besten, sondern die einflussreichsten. Die einflussreichsten Brands immer des Quartals. Ich finde dieses Ranking gerade nicht, Freunde. Hilf mir mal schnell auf die Sprüche. Wie finde ich das? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Es gibt sozusagen, es gibt, glaube ich, mehrere von diesen Listen, aber die hottest Brands werden gekürt von List. Und da war Balenciaga. Boah, lass mich nicht lügen. Wenn ich das jetzt auch noch rausfinde, dann bin ich ja hier der Recherche-Boss. Damit check. Mal gucken, ob ich das auch noch finde. Perfekt. Danke. Danke an den Recherche-Boss hier an der Stelle. Damit wir das einmal festhalten können. Und das ist geisteskrank, Freunde. Und das ist, was ich euch jetzt sagen werde, das ist geisteskrank. Also nochmal. Es gibt jedes Quartal, also alle 3 Monate, wird die hottest Brand gekürt und es wird ein Ranking gemacht. Und wir gehen jetzt mal ein Jahr zurück, nämlich 2022, drittes Quartal. Das ist ungefähr in dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, nur ein Jahr zurück. Da war Balenciaga auf Platz 4 der hottesten Brand und ist da, also ein Quartal davor, also 22 Quartal 2, waren die auf Platz 2 der hottesten Brands. Also gewarnt, Balenciaga war Platz 2, Platz 4. Letztes Jahr hotteste Brands. Ein Jahr später, Bro, nach Skandal, nach Runway-Shows, die Kacke waren, ist Balenciaga auf Platz 14. Platz 14. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Also da merkt man, was für einen Impact dieser Skandal hatte. Das ist geisteskrank. Naja, um es nochmal zu komplementieren, auf Platz 1 ist einfach Miu Miu. Kann man jetzt, glaube ich, so oder so sehen, ob das stimmt oder nicht. Aber das wollte ich jetzt nur einmal kurz ein bisschen, ne, fashionmäßig an so dazu sagen. Naja, wir gucken uns jetzt die Fits an. Trenchcoat, cooler Fit, aber gefühlt nichts Neues. Schon 100-mal so von Vuitton, Balenciaga, generell von Demna gesehen. So kann man es, glaube ich, sagen. Diese Stiefel, same story. Dann haben wir hier so ein Kleid in so einem Plissé-Stoff, wenn es mich nicht täuscht. Finde ich eigentlich ganz interessant. Auch mit dieser Asymmetrie im Ärmel. Nicht cool. Aber wir wollen natürlich wahrscheinlich eher die Frauen, also die Männersachen uns eher angucken. Hier Tasche auf, ich habe mehrere Beziehungen angelehnt. Ja? Trenchcoat ist, glaube ich, derselbe wie gerade. Der gefällt mir in dem Colorway
besser als gerade dieser blau-schwarze. Aber ihr wisst, ich habe irgendwie Hepatitis gegen Blau. Also Bro, keine Ahnung, was da beim Fabric. Wobei, Fabric ist noch gar nicht mal so das Schlimme an diesem Fit. So einfach dieses, was ist das für ein Muster, Bro? Das gibt mir so Oma-Gardinen-Vibes. So Tischdecken-Vibes. Fällt mir nicht. Ja, Look ist okay. Look ist okay. Dieser Blazer, Parker, was auch immer, ist cool. Schuhe absolut langweilig und Hose auch. Weiß ich nicht. Schuhe gefallen mir nicht. Hose, schwacher Look. Schwacher Look. Also auch so, wie es an dem Model fittet, schwach. Model geht eher in den Sachen ein. Sieht irgendwie ungewollt schon fast aus. Sonnenbrille hab ich gesehen. Geisteskranke Idee. So simple Idee, aber geisteskrank. Gefällt mir. Wieder der Trenchcoat mit so Overknees, Lederstiefeln. Finde ich eigentlich interessant. Aber auch so vom Look her, so meh. Wieder die Omas Gardine rausgepult. Diesmal allerdings auf LSD-Trip. Weiß nicht, gefällt mir auch nicht. Parker, oder Dings habe ich gesehen. Parker wahrscheinlich, Mann. Trenchcoat habe ich was zu gesagt. Hier ein Ledermantel. Ja. Tasche haben wir auch schon gesehen. Finde ich auch nicht so verkehrt. Fällt mir schwer einzuschätzen, was das für ein Oberteil ist. Sieht aus wie ein Coat. Wieder diese Blümchenmuster, die sind so trash. Sorry, kann ich mich nicht anfreunden. Tasche stark wieder. Das ist für mich endlich mal so der erste wirkliche Balenciaga-Fit, so wie wir es eigentlich kennen. So vielleicht okay, dieses Ledermäßige noch. Aber das gibt mir wirklich so, okay, Balenciaga, keine Vibes. So ein Kleid, was zerrissen ist, was abgeranzt ist. Auch wenn ich es jetzt nicht so rocken würde, weil ich halt kleine Kleider erstmal rocke. Aber so vom Look her finde ich den Look jetzt auch nicht stark. Aber ich sehe es in der Brand-Ästhetik. Dann Oversized Bomberjacke. Also wenn ich an ein Piece denke, was Demna groß gemacht hat, dann sind halt Oversized Bomberjacken. So gerade auch Anfangsphase mit Vetements und so. Aber Bro, das ist doch okay. So, I got it, ist nice. Aber das ist jetzt nicht so dieses so, wow, okay. Interessant. Aber hier wieder, Freunde, wieder back to the basics. Alle Brands brauchen die Moneymaker. Und wenn das läuft, dann läuft das. Und dann müssen wir es halt nehmen. Interessantes Kleid. Ist jetzt, glaube ich, sogar das beste Kleid. Also Styling, wirklich ass. So, da hat man sich, glaube ich, zu sehr an den einen oder anderen Ami-Rapper inspirieren lassen. Weiß ich jetzt nicht, warum man eine Skinny-Jeans mit diesen Schuhen anziehen muss. Schuh habe ich schon was zu gesagt, muss ich live sehen. So fällt es mir sehr schwer, die zu bewerten. Sieht aber, ja, komisch aus mit der Hose. Ich finde hier, ja, wieder die Bomberjacke, habe ich gerade schon was zu gesagt. Aber Look wieder schwach, sorry. Look schwach. Interessanter Look. Bisschen in diese Rick Owens-Schiene gegangen. Mit diesen sehr, sehr breiten Schultern. Sehen wir gleich noch besser. Kann ich euch schon mal verraten. Also man sieht, das ist alles, das ist ein sehr guter Look. Einer der besseren Looks, die wir bis jetzt gesehen haben. Coat, also das ist geisteskrank. Schultern, sehr krasse Schultern, gefällt mir. Werden wir jetzt auch häufiger sehen in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Mustern. Hier gesehen, hier nochmal gesehen. Hier wunderschönes Layering. Wirklich, muss man so sagen. Layering, endlich mal ein guter Fit. Ja, Bro, also stylingtechnisch bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Also da sind sehr viele komische Sachen mit dabei, sage ich euch so, wie es ist. Das ist so ein Oberteil mit so Tattoos drauf. Boah, cringe. Cooler Look mit dem Blazer und dem Rock, gefällt mir. Cooler Look wieder, hatten wir aber gerade schon gesagt. Einfach Schuhe in der Hand halten. Wir sehen, die breiten Schultern ziehen sich jetzt hier durch die Looks. Finde ich cool. Aber ist es das jetzt so 40 Looks mit breiten Schultern zu machen? Ist es das? Ist es das jetzt, eine Hose, eine Jogginghose mit einer Denim zu kombinieren? Ah, ich weiß nicht, Freunde. Das ist alles so ein bisschen halbgar. Das ist alles so ein bisschen... Mir gefällt das Oberteil hier, to be honest, auch wenn das full gebrandet ist. Einer der besseren Oberteile, auch vom Fit her. Die Hose gefällt mir leider gar nicht. Wieder dieses zwei aneinandergenähte... So, Bro, okay, das sieht halt mehr nach Do-It-Yourself aus als alles andere. Da gefällt mir dieses Schichtding schon besser. Layering cool. Zipper sehr krass. Cooler Zipper. Auch wenn er basic ist, cool und fit. Hier auch wieder ein cooler Zipper. Wieder ein cooler Zipper. Dann hier so einfach so... Ach, Bro. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Diese Ironie, die lässt sich Demna nicht nehmen. Wir hatten letztes Mal die Chips-Tüte von Balenciaga. Dieses Mal kriegen wir die Chips wahrscheinlich. Die Balenciaga Einkaufstasche. Also ich frage mich wirklich, wer jetzt sagt, okay, ich hole mir die. Weil das ist halt meine Frage.
Weil die Taschen, weiß nicht, was kosten die? So mindestens 2000 Euro. Mindestens. Würde ich jetzt schätzen. Gerade wenn die aus Echtleder sind, was sie wahrscheinlich sehr werden, dann noch teurer. Und dann frage ich mich immer, warum holt man für das Geld so eine Tasche, wenn man auch eine normale haben kann? Wisst ihr, ich meine? Einfach einen Bademantel. Wieder einen Bademantel. Leroy Sané auch als Model kurz einberufen. Also sorry, Freunde, das ist es nicht. Das ist es. Was ist das für ein Look, Bro? Was ist das für ein Look? Was ist das für ein Look? Bro, was ist das für ein Look? Bro, wie hätte dieses Outfit Capital Bra angehabt, wir hätten uns dumm und dämlich gelacht. Dumm und dämlich. Das ist wirklich, sorry. Ich sehe teilweise die Ansätze, auch hier wieder mit den breiten Schultern, was ich fühle, was ich feiere. Aber irgendwie ist es nicht für mich zu Ende gedacht. Irgendwas stört mich immer bei allen Pieces. Kappe todesstark. Todesstark, wirklich todesstark, habe ich auch schon häufiger gesehen. Ich finde die Racing Jacket auch nicht schlecht. Aber ja, gut. In Silber das Ganze auch nochmal. Oh, die ist stark. Die ist sehr stark. Die ist krass. Die ist Killer. Stärkste Jacke bis jetzt. Blau, blau ist nicht meine Farbe, sorry. Gefällt mir diese Lederjacke. Leder-Zip-Pulli kann man schon fast sagen. In Schwarz deutlich besser. Cooles Piece. Racing Mantel auch mal endlich ein bisschen so, okay. Innovation drin. Okay, wir machen jetzt nicht nur eine Biker-Jacket, sondern auch eine Mantel. Das Kleid eigentlich, gefällt mir. Kim auch wieder mit am Start. In so einem Leder-Latex-Kleid. Boah, krass. Krasses Model. Sehr krasses Model. Ja, okay, diese Oma Gardinen, die bleiben drin. Du hast gedacht, Travis Scott ist es. Also, diese Ober, das ist by the way nicht seine Haut, ne, Fam? Wer denkt, er ist einfach nur tätowiert, ja, kann sein, aber das ist ein Longsleeve. So, das sieht aus wie von Shein. Also, Shein jetzt, no cap. Bro, was ist das für ein Kleid? So Kleider wirklich teilweise bodenlos. Bodenlos. Für echt. Das ist schon besser, deutlich besser. Ich habe Kopfschmerzen von dieser Kollektion gekriegt, ne? Auch die ganze Zeit diese Schuhe, so auf Krampf, dieses, so, yo. Männer ziehen jetzt Frauenschuhe an. So, ja, okay, wir haben es verstanden. Wir haben es auch irgendwann mal verstanden. Aber das hilft doch nicht dem Look. Das hilft, das ist einfach auf dieses Krampf. Auf Krampf, weiß ich nicht. Ne. Es wird eher schlimmer als besser. Okay. Ich tue mich mit dieser Kollektion schwer. Schwerer als gedacht, um ehrlich zu sein. Ich hatte die, wie gesagt, am Anfang, habe ich ja schon gesagt, ich habe die überflogen. In Erinnerung hatte ich die stärker. Da ist sehr viel Quatsch dabei. Da sind noch ein paar coole Pieces dabei. Ja. Und ich muss auch sagen, mir gefällt diese Kollektion immer noch besser als die vorherige. Und als die davor. Aber so an und für sich, weiß ich nicht, ja. Irgendwas läuft gerade bei Balenciaga schief. So, zumindest so als mich, so als Außenstehender. Und wie gesagt, ich greife es nochmal auf. Aktuell auf Platz 14 der hottesten Brands. Wie ernst zu nehmen diese Liste ist, sei mal dahingestellt. Aber es zeigt ja so ein bisschen, wie der aktuelle Stand ist. Beziehungsweise wie generell diese Modeszene oder Modebubble einzelne Brands halt wahrnimmt. Und aktuell ist Balenciaga eher nicht mehr da, wo sie mal waren vielleicht. Kann man das so zusammenfassen. Naja, lasst mich gerne eure Kommentare, eure Meinung wissen, Freunde.